Im letzten Fall Guys Stream hatte ich leider nicht das Quäntchen Glück. Hoffentlich wird's heute besser. Willkommen! Danke fürs Einschalten und wir steigen direkt ein mit der ersten Runde heute. Moment mal, warum habe ich keine Musik? Ah! Jetzt geht's. Okay, sorry. Ich wundere mich schon, weil der Ausschlag war zu sehen, aber ich habe bei mir auf der Tastatur wohl aus Versehen die Verbindung gekappt. Jetzt passt's aber. Auch wenn ich auf dem Thumbnail heute ein Huhn bin, in-game sind wir die Taube. Ist doch mehr oder weniger eh dasselbe, oder? Heute so pünktlich. Ja, ich habe mich eigentlich, was das angeht, sehr verbessert. Es gab jetzt zwei, drei Streams, wo nicht mehr so ganz akkurat war, aber eigentlich passt es. Neuer Merch-Shop? Ja, der ist online. Ich werde den bald bewerben, aber wir warten noch ein bisschen auf die YouTube-Einbindung. Jetzt erstmal Torhunger stillen. Feier diesen Kanal aktuell am meisten. Freut mich sehr. Und wir starten in der ersten Linie, na, wenn das mal kein Zeichen ist. Voll umgeworfen worden im Sprung. So viel dazu, Leute. Belastend. Ja, man darf ja eigentlich nicht so viel springen, aber. Ich versuch's trotzdem damit. Wow. Fast am Köftespieß hängen geblieben. Aber passt dann am Ende des Tages doch. Erste Runde durch. Und Dankeschön an 01 Alexander 02 für die Mitgliedschaft. Kuss geht raus. Willkommen. Und gestern, nee, vor 2 Stunden, war auch immer, Jay Gangster und Snezana Stefanovic, ebenfalls 2 neue Mitglieder. Jare. Ja, das spielt gar nicht. Was falsch mit dir? Aber trotzdem, schön, dass du da bist. Wie findest du den Season 2 Trailer? Es war ja nur ein Sneak Peek. Da kommt ja noch mehr. Sneak Peek heißt Vorschau. Und für den Ersteindruck, gut. Aber ich habe mich noch lange nicht an Season 1 satt gesehen. Ist ja erst der vierte Stream. Ich kann warten auf das Update. Vor allem brauche ich mal ein paar Kronen, verdammt. Sonst platzt mir noch eine Ader. Ja, aber der Start ist ja schon mal gelungen, ne? Erste Runde, passt. Okay, hier haben wir schon den ersten dreckigen Stream-Sniper, der auf asoziale Art und Weise versucht, mich zu packen. Wenn er meint. Warte noch. Boah, der eine ist ja mal übelst krass runtergeflogen. Habt ihr den gesehen? Das Hotdog ist geil. Ich muss mal schauen. Für Erfolge kriegt man ja auch Ingame-Währung. Ich muss mal gucken, was ich damit kaufen kann. Aber jetzt geht's erstmal eine Runde weiter. Am Rand ist es langsamer. Okay. Aber ich fühle mich eigentlich immer in der Mitte am wohlsten, muss ich sagen. Da sind häufig sehr lange Passagen, wo keine Löcher sind und du hast halt die Möglichkeit, sowohl nach links als auch nach rechts auszuweichen. Blockparty, was war das denn nochmal? Ah, die Chose, wo ich das letzte Mal in die falsche Richtung geschaut habe. Keine Ahnung, wie das passieren konnte, aber diesmal bitte nicht, okay? Das war halt richtig lost. Oder ist es immer random, von welcher Seite der Scheiß kommt?
Ich weiß es nicht, aber ich glaube, ich werde immer hin und her schwenken, ist das Sicherste. So, und möglichst Corona-Abstand halten. Anders als in Berlin heute. Ja, let's go, let's go. Mhm. Aber wie bitte sollen 20 ausscheiden? 22 insgesamt. Ja gut, aber es gibt auch einen Timer. Wenn der abgelaufen ist, ich glaube, dann passt's. Wäre natürlich schön, wenn 20 rausfliegen. Ist mir vor allem viel zu eng für dieses Spiel hier gerade. Okay, jetzt kommen die Jump-Passagen. Die sind natürlich das Allerekligste, ne? Abstand halten! Oh nein! Ihr kleinen dreckigen Drecksviecher! Oh Christ, Hilfe! Boah, wir machen das aber gut! Wir machen das gut heute! Komm, mach Schluss jetzt! Digga, ich lebe noch! Oh mein Gott! Wäre aber auch unverdient gewesen, muss man einfach sagen. Real Talk. Ich glaube, dieses Domino-Geswitche habe ich hier noch nie gesehen, oder? Jedenfalls nicht wissentlich wahrgenommen. Ja, einige Flexer, die springen am Ende immer runter, um sich voll cool zu fühlen, ne? Das lasse ich, glaube ich, lieber sein. Wie viele sind jetzt gestorben? Es war doch nicht nur einer, ne? Wurde es vorhin schon abgezogen? Ach, kein Plan. Aber es war mehr als einer auf jeden Fall. Zehenspitzen. Das kommt super häufig als Halbfinale, oder? Damn. Was? Spring mal auf das bewegliche Ding drauf und bleib stehen. Ist ein Bug. Was soll das bringen? Keine schlechte Idee, mit dem Hechtsprung zu agieren. So, 7 fallen raus hier. Nein, du Arsch! Es sind halt sehr viele gerade am Start, ne? Komm, weiter. Ich glaube rechts. Ja, und dann durchziehen, oder? Was meinst du? Ich darf halt jetzt nicht sterben, sonst bin ich weg. Aber ich glaube, wir können noch eins weiter rauf. Oh, crap, Digga. Nein, 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 nein. Aber die sterben auch alle, die sterben auch alle. Wie war's? Hier so, ne? Und dann zack. Und jetzt rechts, oder? Okay, fühle ich. Weiter links, weiter links, weiter links. Noch mehr, 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 mehr. War das alles? Jetzt durch, durch. Nein! Ich war mir so sicher! Nein, mach nicht diesen, bitte! Bitte nicht! Oh, das ist... LOL! Was? Ich dachte, wir haben noch eine gute Chance, weil so viele runtergefallen sind. Aber trotzdem gute Runde. Guter Einstieg, Halbfinale, passt. Aber irgendwie hatte ich so ein gutes Feeling. Ich dachte, ey, wir holen jetzt die Krone einfach. Auf entspannter Basis, aber leider nicht. Belasto. Was haben wir hier? Wie viele Münzen habe ich? 7900. Ich kann mir die weiße Taube kaufen. Die finde ich irgendwie schön. Gib mal her. Direkt ausrüsten. Ja, passt. Wobei, so weiß ist sie gar nicht bei mir. Hat jetzt aber schon wehgetan. Das hat schon echt wehgetan. Hatte so ein gutes Feeling, ey.
Silvio, danke für eine Münze bei Superchat. Mario Benedikt ist Mitglied geworden. Und Max Rack lässt zwei Münzen da über den Superchat. YN Let's Play, das ist 5 Münzen da. Hey Tommy, wollte mal danke für die ganzen Videos und all deine Mühen. Bin seit Manu Legion 2 dabei und bist und bleibst der beste YouTuber. Vielen, vielen Dank für die Treue. Alex Money begrüßen wir als Mitglied. Danke dir. Und MaxRack lässt noch einen 10er da. Sehe ich gerade. Heftig. Dankeschön. Dafür wird sich jetzt weiter angestrengt. Wir wollen ins Finale und im besten Fall auch mal eine Krone holen. Meine Fresse. Aber auf die erste Runde kann man aufbauen. Das läuft schon mal besser als im letzten Stream. Mann, geht doch, ihr Pfosten! Die mich jetzt voll aufgehalten haben, alle. Warum liege ich zum Geier? Ja, ich bin im Mittelfeld, aber es kommen 43 weiter, es wird schon passen. Oh, also echt nicht die beste Runde bei dem Spiel heute. Ja, aber reicht, es reicht. Sind sogar noch bei den besten 50% oder so. Denkst du, Vollgeist kommt auf die Switch? Irgendwann schon, aber wird dauern. Wird auf jeden Fall dauern. Und Dragon hat völlig recht. Es interessiert hier niemanden, wer noch streamt. Schreibt das nicht. Das kann auch ein Timeout oder einen ganzen Bann geben. Weil es interessiert einfach niemanden. Und für andere in Stream Werbung zu machen, geht gar nicht. Egal, wer das ist. Lohnt es sich noch, eine Switch zu kaufen? Naja. Gibt ja genug Spiele, die gut sind. Dieses Jahr vielleicht nicht viele neue, aber die letzten Jahre über definitiv. Ob was an den Switch-Update-Versionen dran ist, das kann ich nicht sagen. Weiß ich nicht. Vielleicht kommt eine verbesserte Version, aber wenn, dann nicht die aus den Leaks. Von wegen 4K und so. Never ever. Okay, zwar runtergefallen, aber die anderen konnten nicht wirklich an Zeit gewinnen und sich absetzen. Anders als ich, wenn das Finanzamt hinter mir her ist. Oder Unge. Grüße gehen raus an der Stelle. Ich bin Erster! Juhu! Hallo, ein Joke, ne? Beste 20%. Fühle ich. Wann meinst du, kommt die neue Konsole? Ja, wenn, dann entweder zu Weihnachten oder Anfang 2021. Aber Weihnachten macht halt am meisten Sinn. Wobei, andererseits, dann müsste man sich ja mit PlayStation 5 und Xbox One Series X oder wie auch immer sie heißt, konkurrieren. Ich glaube, da hat Nintendo nicht so Bock drauf. Gary Eich, danke für die 3 Münzen. Hätte mir Gary hier, ich hoffe, dir geht's gut. Ist schon etwas her, wo ich das letzte Mal dich gesehen habe. Ich habe zwar immer mit Rot trainiert, aber ich freue mich mal wieder, dich zu besiegen. Grüße aus Kanto, wiedererlangter Champions-Titel, Forehead. Verstehe ich, dass du dein Team trainieren musst. Du hast ja auch Angst vor meinem. Wenn ich dich mal wieder zerstöre. Wow. Zur Hölle. Alter, ich stehe hier gerade völlig lost die ganze Zeit rum, aber bin nicht alleine. Die anderen denken sich auch so, was machen wir eigentlich hier? Boah, ich war noch nie so schlecht in dem Spiel, aber ich habe jetzt die Gefahrenzone zum Glück hinter mir gelassen. Jetzt können wir uns wieder ein neues Set upen. Ja, und hast recht, also hier hinten
dreht sich der ganze Scheiß auf jeden Fall ein bisschen langsamer. Kann natürlich ein Vorteil sein. Genauso wie hier. Also einfach an den Seiten chillen. Aber man muss dann auch rechtzeitig verschwinden, sonst hast du halt wirklich keine Optionen mehr. Anders als in der Mitte, wo du überall noch ausweichen kannst. Wieso kann der mich wieder auf 5 Kilometer lang schieben, Alter? Lass mich in Ruhe, du... Keck. Ah, ich muss weg, ich muss weg, ich muss weg. Oh, sehr viel auf einem Haufen. Ich finde es auch krass, dass es hier keinen Timer gibt. Also hier geht es wirklich erst weiter, wenn, ja, in dem Fall jetzt 12 ausgeschieden sind. Krass. Hör auf! Also heute sind wirklich viele Asis dabei, die nur ziehen müssen. Oder können. Alter, dreht sich das jetzt schnell. Holy shit! Wahrscheinlich, weil keiner stirbt. Okay, also es gibt keinen Timer, aber der direkt dreht sich dann immer schneller, immer schneller, immer schneller. Okay. Boah, jetzt ging mir aber die Lunte, du. Trotzdem, das bleibt eins meiner Spiele. Noch nie verloren, glaube ich. Ausrufezeichen Merch. Dom, das muss ich erst noch implementieren. Das habe ich oder kann ich das schnell machen? Also den Merch-Befehl für den Stream-Element-Spot wollte ich auch noch machen, aber ich habe es vergessen. Chat-Befehle. Also ist auf jeden Fall noch nicht drin. Mache ich, wenn ich die Krone gewonnen habe, okay? Also in dieser Runde gleich. Kapi. Spring durch Reifen. Oh nein, Team Gelb, als ob. Hallo? Reifen? Wie viel bringt ein Goldener? 5 Punkte? Oder 3? Weil 5 fände ich schon asozial viel. Das, wenn das so sein sollte, dann finde ich, sollte das genervt werden. Das ist zu krass. Ehre. Schön aufgeteilt. Aber wir sind immer noch hinten. Nur weil wir gelb sind einfach. Komm, Ehrenbruder, schaff... Oh, du Loser. Und dann schaffe ich es auch nicht. Mann. Dumm. Einfach dumm. Aber die Kamera ist auch manchmal, wenn du da hochgehst, so lost. Kommt, rot ist auch nicht so gut. Vor allem hier ist niemand. Wir könnten hier, wenn wir Glück haben, übelst absahnen. Hier ist einfach keine Sau. Hä, ich dachte, der ist da hochgegangen, der Scheißring. Komm, gönn. Hä? Ah ja. 30 Sekunden noch. Hier, 2, komm, schnapp ihn dir. Schön. Und der andere gelbe Ehrenmann holt sich den anderen hier. Sehr gut. Oh, hier bei mir, hier bei mir. Ja, Bruder, ich hab ihn schon. Teil dich auf, teil dich auf. Aber wir führen momentan, komm. Muss win sein, muss win sein. Mann, und dann mache ich wieder so Scheiße. Ich bin auch ein Idiot. Genauso schlecht. Yo. Also es kann jetzt eigentlich nur noch goldener Ringbetrug stattfinden. Alles andere wäre lächerlich. Alles klar, alles klar. Schade, dass es keine Teamspiele gibt, wo einfach beide Verliererteams rausfliegen. Bah, weg mit euch, weg mit euch. 12. Es könnte Finale sein. Weil es sind nämlich nicht immer 5 Runden, habe ich häufiger in den Kommentaren gelesen. Es können auch mal mehr oder weniger sein. Und? Es ist das Finale. Aber die Sprungprobe. Oh, schaffe ich nicht. Du musst bei dem Ring auf der halben Höhe hechten auf Mid-Air. Dann kannst du es nochmal beeinflussen. Ich traue mich das häufig nicht. So, jetzt wird's heftig. Jetzt wird's heftig, Leute. Heftig!
Einfach zu wild. Oh, ich scheiß mir so ein gerade. Ich habe meine Fitnessuhr zwar gerade nicht an, aber ich weiß, mindestens 150er Puls. Safe. Oh, leck mich am Arsch. Die Plattform. Die Plattform stirbt. Was ein Betrug. Noch ist keiner gestorben. Kann ja wohl nicht wahr sein. Und hier ist noch ein, hä, hier ist noch eine Plattform. Betrug? Holy mother. F. Was? Der hat mich noch gehittet? Laber. Wieso eigentlich 11 ausgeschieden? Wir sind doch... Hä? Ich glaube, die Anzeige ist verbuggt, oder? Stimmt doch gar nicht. Was hätte man da jetzt machen sollen? Es ist doch gerade jeder auf dieser Stage da gestorben, oder? Ich... Nee, doch nicht. Doch. Auf der anderen Seite. Ich glaube... Also ich... Das hätte ich gerne nochmal so auf Video gesehen. Ob man da überhaupt eine Chance hatte, wo wir gerade standen. Wenn überhaupt, dann nur ganz, ganz rechts und Frame Perfect. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass auf dieser Plattform, wo ich gerade war, alle gestorben sind, weil es nicht möglich war. Und nur die zwei auf der anderen Seite haben noch battlen können. Aber das wäre ja komplett unfair. Das war halt scheiße. Das war eigentlich voll gut, ne? Ja. War so gut. Betrug. Finde ich auch. Man kann durchglitschen. Wie denn? Es waren 12 Leute. Ja, die meisten waren auf der anderen Seite anscheinend. Aber ich hoffe, dass das Spiel nicht so ist, dass du irgendwann ab einem gewissen Punkt auf der richtigen Seite musst. Aus Glück. Weil du kannst ja nicht mehr wechseln. Wenn man nicht ganz rechts stand, hat man da eh keine Chance gehabt. Damn, belastend. Ja gut, dann werde ich mal schnell hier... ...den Merge-Befehl einpflegen. Und ihr könnt die bisherige Leistung, wenn ihr wollt, ein bisschen honorieren. So, jetzt sollte man mit Ausrufezeichen Merge den Befehl erteilen können. Alex LOL, danke für eine Münze. Und Epsigen, 5 Münzen mit Superchat. Komm, diesen Stream holst du dir den Sieg. Oh, wir waren zweimal so nah dran wieder, ne? Gamer Diamond, danke für die Mitgliedschaft, willkommen. Und Renation ist Simmons da. Du kriegst den Win noch. Nicht aufgeben. Ich balle auf jeden Fall weiter jetzt. Mario Benedicta. Willkommen bei den Mitgliedern. Dankeschön. Finalteilnahme reicht mir jetzt nicht mehr. Ich will eine Krone haben. Aber ich habe auch jetzt lange nicht mehr mein Finalspiel bekommen mit dem Hexagon. Weil da war es halt einfach immer knapp. Einmal lost. Einmal knapp und ja, im Endeffekt verdient verloren. Und einmal absoluter Betrug. Der Kamikaze-Sprung. Aber lächerlichste Situation ist und bleibt... das Bergfinale, wo ich die Krone berührt habe, sie auch bekommen hätte, aber nicht wusste, dass man sie grabben muss.
Das verfolgt mich immer noch in meinen Albträumen. Scheiße. Warte, kann man sich nicht auch so hier einfach hochziehen? Ja, ne? Ja, es darf halt nur kein Assi da an dir dran sein. Entspannt. Weniger entspannt. Och, komm, Digga. Ich war so gut immer in dem Spiel und jetzt bin ich hier völlig, völlig lost. Bitte lass das jetzt keinen Abfall der Leistung sein. Aber ich glaube, ich spring trotzdem nicht durch die Mitte. Nee, lass mal. Ich denke, hier fliegen schon genug runter. Es wird schon passen, wenn ich den normalen Weg nehme. Hä? Was? 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 Warum hab ich mich gerade hingelegt? Okay. Komm aber hier durch. Ja, definitiv schlechteste Runde in diesem Spiel, aber es reicht noch. Uff, 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 uff. Als ob er in Runde 1 ausscheidet. Nein, 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 nein. Das ist eigentlich mein skilligstes Spiel, aber heute nicht. Bitte positivere Einstellung. Ich bin doch übelst positiv. Du warst müde. Es gibt Müdigkeit? ETF. Danke für 1300 Likes. Und Tapio Thomas für die Mitgliedschaft. Silvio, das vermünzen da. Wann kommt das Finale? Ja, schau in den Uploadplan. Kommt ein Pikmin 2 LP. Mhm. Ah, okay. Danke für den richtungsweisenden Tipp, Dragon. Ja, das Spiel haben wir heute aber auch übermäßig oft. Wenn es weiter meine Königsdisziplin bleibt, ist ja okay. Aber ich habe das Gefühl, ich bin gerade wieder nicht so gut in der ganzen Runde eigentlich. Muss sich schnell ändern. Aber ganz schnell. Oh Gott, was ist da los, ey? Ein weiterer Vorteil, nicht an den Ecken hängen zu bleiben, ist, da ist halt jeder. Und dann behindert man sich gegenseitig und fliegt vielleicht wegen Schubsern oder so runter. Siehst du? Weil alle wollen sie immer in die Ecken. Weil es halt da am langsamsten ist. Okay, verstehe ich. Aber es ist nicht nur ein Vorteil. Das ist dasselbe, wie wenn der Aldi wieder so ein heftiges Angebot hat. Denkst du dir, ja, nice. Aber dann stehst du um 7 Uhr, also eine Stunde vor Ladeneröffnung schon an. Mit dir aber 1000 weitere. Und das ist genau dasselbe. Genau dasselbe. S-Jutta, danke für die Mitgliedschaft. Und Paul Koch, ebenfalls. Kuss. Hm? Okay, das ist jetzt aber ein neues Game. Das haben wir noch nie gehabt. Ausweichmanöver. Weiche fliegenden Früchten aus und renne das Förderband hoch, um die Ziele zu erreichen. Hm? Okay. Also auf die Kanonen achten. Weil die Laufbänder zeigen ja nur zurück. Oh, was? Das ist ja random AF! Was zum Geier? Ich bin fast gestorben, direkt am Anfang wegen der fucking Banane. Was? Ey, lol. Das ist krank. Okay, aber wenn du einmal drauf bist, so,
dann kannst du ein bisschen was beeinflussen. Aber am Anfang brauchst du Glück meines Erachtens nach. Sondern es kann immer noch alles passieren. Was ein Scheiß. Wow! Ja! Ich dachte, der Baumstamm, der reißt mich jetzt in den Tod. Fuck! Aber hey, für den ersten Versuch, beste 50%, läuft. Oh, 14 reicht nicht fürs Finale, oder? Da kommt jetzt bestimmt noch ein Teamgame. Ich calle Autoball. Ah, wieso sag ich mal Autoball? Normale Fußball. Oder Schwanz. Ja, gut. Oder die Kacke, die jedes Mal kommt im Halbfinale. Mann. Super Mario und Donkey Kong Erfahrungen machen sich da bezahlt. Bisschen schon, ja. Bisschen schon. So, und jetzt wieder Glück haben. Mehr ist es ja nicht. Ich wäre jetzt so gern ein Hacker, der den Weg einfach sehen kann. Mann, ihr schubsen dann. Solche unsozialen Schweine. Oh nein, oh nein, oh nein. Und das nur, weil ich runtergeschubst wurde. Jetzt wäre Safe Hexagon gekommen, oder? Nee, Berg. Einfach belastend. Genau wie vorher. Einer vorm letzten. Ja. Ist so. Deswegen habe ich auch schon gewusst, dass ich sterbe, weil man sieht es ja an der Anzeige. Dass der eine vor mir noch irgendwie stirbt, war halt extrem unwahrscheinlich. Naja, es ist traurig. Ich habe mich extra zurückgehalten, aber dann leider runtergeschopst worden. Die ganze Zeit so gut, meines Erachtens nach, aber es wird nicht belohnt. Bei dem Spiel frage ich mich ehrlich gesagt, ob es überhaupt ein Vorteil ist, hier oben rüber zu laufen, weil... Siehst du? Ich bin runtergefallen, bin aber jetzt trotzdem Erster. Oder einer der Ersten. Irgendwie ist das ein bisschen unausgeglichen, glaube ich. Man sollte mehr bestraft werden, wenn man runterfliegt, finde ich. Ja, aber gut, es ist auch nicht so streng, weil das Drängeln ist da auf diesen Stämmen natürlich enorm. Und da kannst du gar nicht das Gleichgewicht halten eigentlich. Als Zauber solltest du eigentlich fliegen können. Ja, eben, bin ich auch mal dafür. Das hätte mich zweimal gerettet bei den blöden Glücksplatten. Wir hatten heute noch kein Teamgame. Ich vermisse sie aber auch nicht. Fürchte aber, jetzt werden sie kommen.
Roxen, danke für 5 Münzen, Ehre. Tür und Lauf. Ah, okay. Ich weiß gar nicht, ob ich da schon mal rausgefallen bin. Kaufst du dir eine Next-Gen-Konsole und wenn ja, warum? Irgendein bestimmtes Spiel im Blick? Oh, einige. Ich kenne bei den meisten aber die Namen jetzt nicht auf dem Stegreif. Und natürlich kaufe ich mir beide Konsolen. Aber wird einiges kommen zu. Safe. Lauf! Okay. Bloß nicht in die Masse geraten. Bloß nicht in die Masse geraten. Die Verstopfung ist nicht gut. Genau wie nach dem KFC. Verstopfung ist nicht gut. Dann brennt's. War es der eine ein Hacker oder was? Der hat, glaube ich, immer die richtige Tür gewusst. Scheiß Cheater. Ja, bist du? Hä? Was? Ach so, ich bin schon mal rausgeflogen bei dem Spiel, echt? Oha! Wusste ich gar nicht mehr. Stimmt, den Tipp mit dem Dreieck habe ich jetzt schon voll häufig gelesen, aber ich habe noch nie drauf geachtet, ob diese Türen überhaupt Dreiecke haben. Ich versuche nächstes Mal drauf zu achten. Och Mann, ich bin so... Also, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Lass mal was anderes zocken hier. Also ich meine Rollfeld. Ich glaube, das Spiel will jetzt das auch so erzwingen, dass ich hier irgendwann mal rausfliege, damit ich nicht mehr sagen kann, das ist meine Königsdisziplin. Deswegen kommt das so häufig dran. Das ist der einzige Grund. Ah, nee. Nicht gut. Nicht zu den Massen. Mhm. Zuckersüß, aber es sind noch zu wenige gestorben. Ich krieg dann immer Panik. Ja, komm, lauf, hier rüber. Oh, damn, Bro! Zwei noch. Komm, zwei noch auf Ehre sterben, weg. Seal Phantom Hive, danke für 1,49 über den Superchat. Splatoon hat angerufen und will seine Musik zurück, mein Bierbauch Sepp. Das ist schon nicht unrecht. Sprungclub, aber nicht als Finale, als Halbfinale. Dann ist es aber auch einfacher, weil es gibt nur einen Balken unten. Trotzdem, ich habe bei dem Spiel irgendwie keinen so richtigen Durchblick. Habe ich das schon mal geschafft? Ich bin, glaube ich, immer rausgeflogen. Gar keinen Bock. Ey! Da echt nicht mit den anderen aneinander geraten. Das ist der Tod. Oh, Belasto. Digi, hör auf.
Jetzt wird's asozial. Oh, gönn! Holy shit. Hau die anderen raus da! Das Gesindel. Oh, 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 oh. Mm, noch schlimmer, noch schlimmer. Oh, es wird immer schlimmer jetzt. Ja, war doch klar, dass meine Mutter mich wieder bringt, Alter. The fucking Bullshit. Was krieg ich das Kotzen hier? Das ist eigentlich der... Fast schon der beste Stream? Ja, na klar. Man, immer so ein Cancer im Halbfinale. Morgen bekomme ich eine Schwester. Herzlichen Glückwunsch. Ich war der Achte, der rausgeflogen ist. Als Maul. Als ob. Nein. Scheiße. Safe, wenn ich einen Sprung noch geschafft hätte, wäre ich noch dabei. Heute belastet mich das Spiel aber auch mal wieder mega. Mich würde aber auch mal interessieren, wie das Spiel eigentlich die Gruppen zusammenwürfelt. Also ist es wirklich völlig random? Oder geht das auch so ein bisschen nach Level? Weil ich glaube, da darfst du gar nicht springen, sonst fliegst du runter. Weil ich fände schon so ein bisschen... Skill-based zu matchen, gar nicht verkehrt. Will heißen, wenn du einige Siege hast, solltest du weniger mit Leuten zusammenkommen, die lost sind und keine Siege haben, so wie ich. Und gleichzeitig sollte vielleicht auch das Level ein bisschen berücksichtigt werden, weil das zeigt halt auch, wie viel Erfahrung du halt schon gesammelt hast. Gibt's da irgendwelche Informationen zu? Ich würde es schon echt gut finden, wenn da ein bisschen drauf geachtet wird. Erster Platz! Yay! Morgen kaufe ich Merch. Ehre, Jan Camillo. Gruppen sind random. Es geht noch Level. Ich glaube random. Ist echt random. Ach, scheiße. Das ist so eine Sache, die man vielleicht auch mal ändern könnte. Typischer Anfängerfehler, er springt, obwohl er nicht springen soll. Ja, das muss ich mir auch mal ein bisschen einverleiben, dass das Springen eigentlich nur für den Notfall da ist. Aber das ist halt auch irgendwie so gegensätzlich, weil... Das will nicht in meinen Kopf rein, gerade als Super Mario-Spieler. Aber du hast schon recht. Sehr, sehr häufig... ist springen nicht klug. Okay, Traube, Apfel, Wassermelone, Kirsche. Hier haben wir alles im Umkreis.
Wassermelone auf nicer Basis. Hä? Hier ist doch, oder? Bitte, gönn, gönn. Ja, selber schuld. Ich glaube, ich springe bei dem Kackspiel einfach nur noch den anderen hinterher, ganz ehrlich. Bock mir, ey. Naja. Eine loste Runde muss auch mal sein. Dann weiter. Spitz. Mag Matchmaking gar nicht, dann sagen Wins ja gar nichts mehr aus. Naja, warum? Man soll ja nur so ein bisschen unter seinesgleichen sein. Ich sag ja nicht, dass das jetzt richtig krass selektiert werden muss, aber so nach einer Zeit vielleicht dann doch eher die Noobs in einen Topf. Fände ich schon eigentlich ganz fair. Hä? Was? Die Noobs zocken, danke für die Mitgliedschaft, willkommen bei den Heftigen. Komm, gönn jetzt Finale, los. Los, 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 los. So, ich werde jetzt auch gucken, dass ich weniger springe generell. Weil ich auch das Gefühl habe, wenn du springst, bist du eigentlich schneller, oder nicht? Schmutz. Oh Mann, was mache ich, Alter? Völlig lost. Hätte Erster werden können. In welchem Topf wärst du dann? Natürlich bei den Noobs. Ja, oder wenn wir jetzt mal annehmen, es gäbe 5 Töpfe. Einfach nach Skill. Ich wäre im Vorletzten, glaube ich. Weil ich halt noch keine Krone habe. Aber auch immer relativ weit komme in den Runden, im Normalfall. Ganz unten sind dann immer die, die so erste, zweite Runde rausfliegen. Was geht denn bei dem ab? Das habe ich ja noch nie gesehen. Wo ist das denn? Gleich am Anfang, wenn du runterfliegst, oder was? Wenn du beim Halbfinale siehst, dass die Balken eine undurchdringliche Wand bilden, renn so lange weg, bis eine Lücke aufkommt. So gewinnt nicht da immer. Ich weiß leider nicht, welches Spiel du meinst, Jan-Philipp. Team abschweifen. Ach so, stimmt, wir hatten doch vorhin schon mal ein Teamspiel, bin ich doof. Wir hatten die Ringe. Genau, die Ringe, jetzt haben wir Schwanz. Hä, aber was meinst du? Dass ein Balken eine undurchdringliche Wand bilden? Erstmal einen Schwanz holen, komm. Natürlich. Lost. Ja, natürlich. Man kennt ihn. Oh, hier, der ist lost, oder? Ist der lost? Ja, aber ich bin hingefallen. Gib her! Mhm. Oh, nee, gönn! Ach komm! Warum? Gib ihn zurück! Sofort! Lol, ich Idiot hab von meinem eigenen Teammember einen Schwanz geklaut. Das geht auch? Wusste ich gar nicht. Mega dämlich. Hä? Okay, eigentlich war das gerade eine absolut dumme Aktion von mir, weil ich ihn auch noch zu meinem Teammember rübergeschmissen habe. Und uns beide jetzt in die Bredouille gebracht habe. Sprich, ich bin schuld, dass wir jetzt rausfliegen. Nee, grün! Doch, hier.
In der letzten Sekunde hat sich's noch geändert. Ach, ich kotze! Aber ich bin schuld. Ich bin mitunter schuld. Ich gebe es zu. Ja? Verschleier das jetzt nicht. Ich hätte mich von ihm entfernen müssen. Wobei andererseits ist es auch eigentlich... Ja, oder? Eigentlich ist es auch ganz gut, wenn du dich immer so... zu den Leuten stellst, die halt auch einen Schwanz haben, aber... sollte vielleicht nicht unbedingt dasselbe Teammitglied sein. Fuck. Haben wir gerade einen Spam-Bot oder sind das einfach nur ein paar Vollidioten im Chat? Einfach alle blockieren. Aber es scheinen Bots zu sein. Ja, dann hau raus, das Viecher. Wargain Let's Play, letzte Münzen da. Hol dir die Krone, glaub an dich, du schaffst das, aber heute nicht zu hastig trinken. Hab's heute zwar schon gesagt, aber nochmal danke für alles und auf viele weitere Jahre mit dem besten YouTuber. Vielen, vielen Dank. Aber leider geht mir die Zeit aus. Leider geht mir die Zeit aus. Wir wollen die Streams ja auf eine Stunde halten. Ich dachte am Anfang echt, dass wir es reißen, aber mittlerweile, ja, wird schwer. Aber trotzdem, es ist unterhaltsam und ich bedanke mich für 2100 Likes. Achso, nicht springen, Noob. Nicht springen. Da vielleicht dann doch mal springen. Ja, wenn du einmal runterfliegst, dann bist du bei Wippen natürlich absolut gerippt. Aus mit den Viecher, ja, sehe ich auch so. Ja, Digga, ich spring doch! Was macht der Keck? LOL! Klebt da am Boden, als wenn da Honig wäre. Ja, moin. Wippen ist echt zu meinem Hassspiel geworden, ohne Scheiß. Vor allem ist es auch absolut unfair. Wenn du als Erster spawnst, oder in der ersten Reihe generell, kommst du zu 99% einfach durch. Auf ganz entspannt. Das ist so eine Qual. Aber wir müssen den anderen Weg nehmen. Weil die, alle, die da auf gelb sind, die dürfen dann nicht ins Ziel. Oh, es wird so Last-Minute-Entscheidung wieder mal. Aber diese Wippe fühle ich. Die fühle ich. Rein ins Ziel, los. Los. Richtige Klebemaus. Ja, stimmt. Klebt am Boden wie eine Klebemaus. Ihr sagt es. So, nochmal Jan Philipp. Das Minispiel, wo du im Halbfinale rausgeflogen bist. Naja, da gab es einige. Aber ich glaube, du meinst es mit dem Balken, oder? Ein Ausklipp ist mit dem oberen dicken Balken und dem unteren kleineren, der heller wird. Hä, ja, und wenn die... What the fuck? Am PC sieht es so viel schöner aus. Das mag sein, aber ich streame ungerne PC-Spiele. Zwar habe ich mitunter einen der leistungsstärksten PCs ever, aber trotzdem ist mir das zu heikel, so mit Framerate und alles. Ich weiß nicht, ich habe da ein bisschen zu viel Respekt vor. Ich greife dann immer, wenn ich kann, zur Konsolenversion.
Und ganz ehrlich, Vollgeist ist ja jetzt auch kein Spiel, was mit Grafik punktet. Das ist dann echt egal. Da ist es dann echt egal. Okay, schöner Kopfball. Aber wir haben nur einen Punkt. Das ist dann natürlich weniger gut. Ja, 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 gut. Schöne Aktion. Und rein, ja. Genau, so muss das sein. Dennoch, es läuft nicht gut. Nein, 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 nein. Rüber mit dir. Lächerlich. Aber jetzt hier, rote Überhand. Komm schon. Das gibt's doch nicht, dass wir diese gelben Bälle hier nicht rauskriegen. Das ist Team Gelb. Die müssen automatisch verlieren. Du wirst mich völlig verarschen. Scheiße. Wir haben null. Wir haben einfach null. Einer. Okay, der muss drin bleiben. Nein. Los, Team Rot! Nein! Wie lächerlich ist das? Ich hasse diese Teamspiele. Sind so ein Schmutz! Immer wenn ich nicht Team Gelb bin, sind die in Super Saiyajin. Und wenn ich bei denen bin, sind sie ein platter Cheeseburger. Alles, was in dem Spiel in irgendeiner Weise mit Bällen zu tun hat, muss rausgepatcht werden. Ich hasse es. Wirklich, ich mag lieber die Schwanz-Minispiele als die mit Bällen. Oh, nur 37 kommen hier weiter. Oha. So, was hat einer gesagt mit dem kleinsten Dreieck? Was zum Teufel? Die sehen alle gleich aus. Lasst ihr mich vielleicht auch mal durch. Dankeschön. Ich glaube, ich muss ganz vorne sein, um das genau erkennen zu können. War ich jetzt nicht, aber es reicht, um weiterzukommen. Ich mag Schwänze. Ja! Hier sind alle versaut. Noch mehr als ich. Alice Morningstar, danke für die 3 Münzen. Harte Arbeit wird belohnt, also gib nicht auf, du schaffst das. Danke nochmal zu deinen unterhaltsamen Videos. Hoffe auf weitere coole Jahre von meinem Lieblings-Let's-Player. Auf jeden, danke fürs Dranbleiben. Aber mit dem Sieg wird's heute wahrscheinlich nichts. Zwar im Durchschnitt vielleicht heute die besten Runden, aber nur ein Finale und ja. Immer Rollfeld, immer. Vollgeist ist Salz. So kann man es perfekt zusammenfassen, ja.
Und wer mehr Salz will, haut einen Like raus. So, jetzt hier nicht die positive Bilanz versauen lassen, bitte. Wenn man selber zieht, dann bringt man, glaube ich, eher alle auf sich. Das sollte ich lassen. Auch wenn es lustig ist. Uff. Uff, belastend. Mhm. Mhm. Komm raus jetzt mit euch. Es ist zu voll hier. Wir haben nicht so viel Platz. Ihr müsst leider gehen. Alle. Sofort. Oh. Shit. Was zum... Einer noch. Das bin nicht ich. Nein, das bin nicht ich. Wow. Hä? Einer wurde da einfach... mega krass weggeglitscht und ich bin wirklich fast gestorben. Bruder. Ich habe 40 Wiens. Ja, es gibt aber nur ein Wien. Abschweifen ist großer Schmutz als Final-Game. Das glaube ich dir, ja. Oder das. Dieser Berg. Oh, stimmt. Und ich muss mich korrigieren. Das Ball-Minispiel ist sogar in Ordnung. Also es gibt doch eins, was okay ist. Trotzdem werden wir es wahrscheinlich verlieren. Los, kommt, Leute. Alle müssen powern. Und nicht sich gegenseitig festhalten, ihr Dullis. Ja, das ist jetzt eine nice Aktion. Eine ganz nice Aktion. Die sind aber letzter. Was zum Teufel? Warum? Ja gut, weil da vorne einer nicht mithilft. Der will dann wahrscheinlich eher angreifen, aber halte ich eigentlich für die falsche Taktik. Oh, das ist nicht euer Ernst, oder? Okay, besser, besser. Blau ist gerade lost. Rüber mit dem Scheiß! Mann, ihr Trottel! Warum springt ihr alle schon runter, wenn der Ball nicht unten ist? Junge. Dieses Team ist das Dümmste, was ich je gesehen habe. Ja, raus. Spring einfach alle runter! Spring einfach alle runter! Lass mich abbrechen, Mann! Diese Halbfinals heute. Best Team ever. Lost Guys, ja, allerdings. Also an alle, erst runterspringen, wenn der Ball auch unten ist.
Zocker, danke für 340. Für den Ernststreamer. Dankeschön. Ich mir auch, Holz mich. Oh, verdammt. Wir haben die Stunde schon voll. Das heißt, letzte Runde jetzt. Es fühlt sich so unvollendet an, einfach. Wir waren krass gut. Wir waren immer so ein Schmutz als Halbfinale. Ich raste jetzt aus. Los! Volle Power. Hä, da muss man ja doch springen. Ach, scheißegal. Muss jetzt noch ein Finale dabei sein, sonst raste ich komplett aus. Oh, crap. Lauf, lauf, lauf. Ich bin abgedrängt worden. Ich wollte natürlich nicht hier durch die Mitte. Und Renation mit 55 im Superchat. Cinnamon ebenfalls. Die Krone wird eines Tages ihren Weg zu ihrem rechtmäßigen König finden. Schöne Worte. Kauf dir noch was im Shop mit deiner Krone. Für eine kriegst du ja fast nichts. Außerdem spare ich auf den Turret. 5 Kronen werde ich wahrscheinlich nie haben, aber vielleicht ja die Münzen. Oh Gott. Das ist das größte RIP-Game. Aber beim letzten Mal habe ich keine Abkürzungen genutzt und bin dann auch weiter als die ersten 10% gekommen. War, glaube ich, sogar einer der besten dann, ne? Ich würde sagen, wir machen es nochmal genauso. Mein Gott! Aber selbst wenn du keine Abkürzung nutzt, ist es ja der Wahnsinn, wie die alle ausrasten hier. Schau dir das an! Ich mach gar nichts, werde aber weggedrückt. Ohne Ende. Wow. Das ist krank. Das ist zum Kotzen. Was willst du da machen? Wenn du einmal im Schleim bist bei den ganzen Asis, kommst du nicht mehr raus. Kommst nicht mehr raus. Letzte Chance jetzt, sonst bin ich tot. Ja. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Den Scheiß lasse ich jetzt nicht die letzte Runde sein. Auf keinen Fall. So ein Blödsinn, ey. Das ist so aggro. Es ist immer unterschiedlich, wie du Vollgas aufnimmst. Alle 2-3 Tage, aber einfach in den Uploadplan gucken. Ausrufezeichen, Uploadplan eingeben, dann wird er erscheinen. Sind aber meistens nur einen Tag verfügbar. Ich kenne die Abkürzungen in Dragon, aber die bringen einen Scheißdreck. Außer du spawnst in der ersten Reihe, dann kannst du es machen, aber sonst. Lol.
ich erkenne hier kein Muster. Für mich sind diese Türen alle gleich. Ich sehe keine mit einem kleinsten Dreieck oder sonst irgendwas. Na klar, na klar. Ja, sicher doch! Ja, draußen. Keine Chance. Absolut keine Chance. Direkt raus. In den Klüngel geraten bei Torlauf, so gar kein Bock. Letzte drei Reihen. Ich hab's trotzdem nicht gesehen. Nur bei der letzten Tür? Ja, was denn? Also, ich sag ja jeder was anderes hier. Ist auch egal, also. Für mich bleibt es Luck. Und man muss aus dem Sauhaufen rausbleiben. Wenn du im Sauhaufen bist, hast du keine Chance mehr. Uff, großes Uff. Jetzt aber, Reise, komm. Das läuft doch wenigstens. Was? Wie kann ich da bitte nicht runtergefallen sein? Löll. Lost. Schön. Ich sag ja, ich finde es so traurig, dass dieses Spiel kein Finale sein kann. Da hätten wir echt ganz große Chancen immer. Schaffst du noch? Okay, gut. Ja, egal. Mhm. Ja. Dritter. Wird klar. Selbe Runde. Bist du dabei, oder was, Forgur? Dann lass mich vorbei. Komm, zeig, dass du ein ehrenhafter Abonnent bist. Man kann am Anfang gar nicht runterfallen. Oh, lol. Okay. Finde ich aber schwach. Sollten sie auch ändern. Danke, Pretzel. Jeder Like auf das Video macht Nintendo besser. Alle liken. Ja, richtig, richtig. Nein, warum hat der Stream-Element-Spot das jetzt gelöscht? Ah, okay, wegen dem Caps-Lock. Trotzdem Ehre, Jonas. Auch an YPEX, by the way, 69 ist nämlich Mitglied geworden. Willkommen. Ehrenmann ist gleich Ehrenrunde. Jetzt, letzte Runde, schaffst du es und danach erstmal irgendwas gönnen. Hast du verdient so oder so. Danke, YN Let's Play. Oh, das hatten wir, glaube ich, einmal gehabt. Oh, gosh. Das hatten wir, glaube ich, nur ein einziges Mal. Oh, es gibt auch goldene Eier. Uff.
Kann man die so schmeißen? Ja, man kann sie so schmeißen. Gut. Das holt auch die eine oder andere Sekunde raus. Oh, ist das ein Chaos. Blau ist mal extrem gut. Ich glaube, wir sollten da mal looten gehen. Oder? Nee, Quatsch. Eigentlich ist es immer das Beste, die anderen schlechten zu rippen. Also rot. Gönnt euch! Hier ist Ausverkauf. Wieso verliere ich das denn? Ich muss doch springen. Hä? Wieso komme ich da nicht hoch? Lächerlich. Was ist denn der blaue für ein Arsch? Na, jetzt kommen die ganzen roten. Dammit. Trotzdem. Wir haben noch gute Chancen. Hier, die oberen nehmen. Die oberen nehmen. Und weg. Verdammt. Ist das ein Schmutz? Ja gut, ich sehe schon. Man muss von unten auf die obere Treppe schmeißen, sonst hast du so gut wie keine Chance raufzukommen. Okay, okay. Oh, das ist ein goldenes, Bruder. Gib her. Oh ja, ich hab's, komm. Nein. Ja, ja, ja. Einfach nur in die gelbe Zone. Einfach in die gelbe Zone. Das muss hier bleiben. Oh, ich hab's. Ich hab's, Bruder. Nur noch 4 Sekunden. Nur noch 4 Sekunden. Lass es liegen. Ehre. Lol. Okay, ist irgendwie ganz geil. Daumen hoch fürs goldene Ei. Beste. Daraus mache ich mir gleich ein Omelett. Was kriegen wir jetzt vorgesetzt? Bam, 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 bam. Profis stellen sich in den gegnerischen Korb und werfen einfach nur die Bälle raus. Wassermelone, Orange. Es ist Orange. Hier sieht man auch gar nicht, wenn jemand stirbt. Kirsche, Traube. Traube, Kirsche, Apfelorange. Traube, Kirsche, Apfelorange. Traube. Lass mich in die Mitte, du Arsch! Solche Schmutzmenschen hier. Banane, Kirsche, Orange, Apfel. Banane, Kirsche. Ja, hier. Komm, mach weiter jetzt. Kein Bock auf das Spiel. Aber ist hier... Da fliegt halt auch fast niemand raus immer, ne? Außer ich vorhin. So dumm, ey. Ja, siehst du, da ist halt echt keiner gestorben jetzt. Toll. Super. Klar. Wie kann es auch anders sein, Alter? Wie kann es auch anders sein, dass dieser Schmutz wieder kommt? Okay. Bleiben wir cool. 3000 Likes geschafft. Irre. Jetzt noch ein Win. Komm. Es kommt 14 weiter. Da kann ich jetzt nicht rausfliegen. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Lol.
muss los. Ich glaube, man kann durchziehen. Ne, kann man nicht. Okay, hier links. Hier links. Entspannt. Komm, das ist das Finale. Dann haben wir unsere Finalteilnahme auf jeden Fall noch geholt. Das war ja mein Ziel jetzt. Okay, komm, gönn jetzt den Sieg einfach. Komm schon. Ich habe extra deswegen überzogen. Oh, was sind denn 14? Mach jetzt keinen Blödsinn, bitte. Oh, es sind eigentlich zu viele, ne? Okay, Finale ist es, aber Berg. Scheißdreck! Einfach belastend. Oh, Spawn in der ersten Reihe. Okay, fühle ich. Wieso legt er sich hin, der Kek? Nein! Vorbei. Was habe ich verpasst? Zwei. Naja, Kati. Anfangs gute Runden, Ende nicht mehr. Nochmal Finale erreicht, aber ist halt super hart bei Berg. Super hart. In ein paar Tagen sehen wir uns wieder. Dann könnte es was werden. Vielleicht. Wer weiß. Aber trotzdem Spaß gemacht, obwohl jetzt der Salzberg schon spürbar ist. Gehört dazu. Haben auch wieder viel Kohle, also wir werden am Anfang des nächsten Streams wahrscheinlich ein neues Outfit holen. Schönen Nachmittag noch und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Dabeisein, Kuss.